Enttäuschendes Heimremis für den VfB Hohenems im Kellerduell der Regionalliga West gegen Schlusslicht SRK. Dabei waren die Grafenstädter nach dem tollen 3:0 Auswärtssieg in Innsbruck am vergangenen Wochenende mit breiter Brust ins Spiel gegangen, wollten mit einer überzeugenden Leistung den ersten Heimdreier landen. Doch der VfB tat sich von Beginn weg schwer gegen das Schlusslicht aus Salzburg. Der SRK machte die Räume eng und versuchte mit schnellem Spiel über die Seiten Nadelstiche zu setzen, den ersten vollen Erfolg nach 11 sieglosen Runden landen. Der VfB machte es den Gästen leicht, mit vielen Fehlpässen und wenig Spielideen machte man sich das Leben selbst schwer. Ein erster Warnschuss der Gäste, dann in der 10. Minute, Buhacek geht rechts durch, flankt ideal auf den Kopf von Kuglic, doch der setzt die Kugel neben den Kasten. Die Heimischen waren weiterhin nicht in der Lage, dem Spiel den Stempel aufzudrücken und so entwickelte sich ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel im Mittelfeld. Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Bis zur 37. Minute, da tanzt Kuglic Brucker aus und Ems-Keeper Eres verhindert mit einer Fußabwehr Schlimmeres. Und die Salzburger setzen nach, riechen förmlich, dass hier der erste Auswärtserfolg möglich sein könnte. Aber wieder ist es der beste Hohenemser, Torhüter Eres, der sein Team im Spiel hält, als er in der 43. Minute mit diesem Reflex gegen Seiwald die Null festhält. Das Glück des Tüchtigen hat er dann nur eine Minute später, als ein ebener Schuss vom Pfosten ins Torout geht. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts dann beinahe entgegen dem Spielverlauf die Führung für den VfB. Doliszkas Flanke von rechts setzt Bojacki aus 2 Metern per Kopf über den SRK-Kasten. Rein in die zweite Hälfte, auch im zweiten Abschnitt, änderte sich nichts am Spiel. Die Emser mühten sich, brachten aber wenig Konstruktives zustande. Der Aufsteiger aus Salzburg war weiterhin das gefährlichere Team. Den 400 Zuschauern im Herrenried wurde weiterhin Fußball-Schonkost geboten. In der 62. Spielminute wurde dem Führungstreffer für die Gäste zu Recht wegen Abseits die Anerkennung versagt. Und auch als der Salzburger Blötzneder in der 68. Minute wegen dieser Notbremse den roten Karton präsentiert bekam, änderte sich praktisch nichts. Lediglich als es der VfB in der Schlussphase mit der Brechstange versuchte, tat sich zumindest noch die eine oder andere Halbchance auf. Zum erhofften Heimsieg in der Regionalliga reichte es aber dennoch nicht. Ja, es scheint, als ob wir noch ein warten müssen auf den ersten Heimsieg. Wir waren heute zum Schluss doch knapp dran, aber haben es leider nicht geschafft, um das Tor reinzudrücken. Es war das Kellerderby. Am Anfang waren beide sehr vorsichtig. So keine Mannschaft was riskiert. Ich glaube, im Laufe der ersten Halbzeit hätten wir die besten Chancen gehabt. Wir haben 2000-3000er Chancen verhaut, auch einen Stangenschuss gehabt. Hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen, sollen, können. Dann zweite Halbzeit, glaube ich, sind wir auch besser gestartet. Wir waren vor dem Tor gefährlicher. Es ist zwar ein bisschen ein offener Schlagabtausch geworden dann. Aber mit den Umständen heute, ich habe noch 67 Minuten, habe ich 3 Verteidiger tauschen müssen, verletzt. Wir haben noch rote Karten gehabt. Das waren dann auch noch, glaube ich, 23 Minuten oder 24 Minuten. Wir haben uns dann, glaube ich, gut verkauft, wir haben uns gut verteidigt. Und ich denke, wir waren vielleicht ein Dreier näher gewesen, aber in der Situation mit den Ausfällen und mit dem Ausschluss, glaube ich, war es gerecht so unentschieden. Es hat einfach